Erster von drei Zerstörern wurde er für Deutschland in den USA gebaut und 1969 in Dienst gestellt. Hunderttausende Seemeilen hat er seitdem im Dienst der deutschen Marine auf allen Weltmeeren zurückgelegt. Im Dezember 2003 hat der Zerstörer seinen letzten Liegeplatz erreicht, den Schiffsfriedhof im Marinearsenal Wilhelmshaven. Wir haben die alte Lady, wie sie liebevoll genannt wird, ein Stück begleitet auf ihrer letzten großen Fahrt. Von März bis Juli des Jahres 2003 war sie noch einmal auf den Weltmeeren unterwegs. Als Bestandteil eines deutsch-französischen Flottenverbandes erfüllte das Schiff seinen letzten internationalen Auftrag. Triest, Dienstag, 6. Mai, 7 Uhr morgens. Die Lütjens liegt im norditalienischen Adria-Hafen von Triest. Schiff und Besatzung sind klar zum Auslaufen. Musterung durch den ersten Waffentechnikoffizier. Neben der Stammbesatzung befinden sich an Bord Seekadetten, Offiziersanwärter, die auf dieser Reise ihr Praktikum absolvieren. Ja, also, da kann ich nur eins sagen, packen wir uns wieder an, wir machen gleich seeklar. 9.30 Uhr, die Kessel stehen unter Dampf. Beide Maschinen zurück, geringste. Befehl, vorspringen, los hinein. Für die Offiziersanwärter ist die letzte Fahrt der Lütjens die erste große Reise auf einem regulären Kriegsschiff der Marine. Jens Haller ist seit 3 Wochen an Bord. Zeit, den Wunsch von einer Offizierskarriere in der Realität zu prüfen. Ja, sicherlich hat sich der Wunsch bestätigt. Gerade hier an Bord können wir uns jetzt die verschiedenen Bereiche anschauen. Offizier, unheimliche Breite in der Verwendung. Und jetzt an Bord können wir jeden dieser Bereiche mal kennenlernen und uns dann letztlich dann entscheiden, in welchen Bereich wir später hineingehen möchten in der Ausbildung. Jeweils 6 Wochen lang lernen die zukünftigen Seeoffiziere die Tagesroutine auf einem Kriegsschiff kennen. Auf der Lütjens erleben sie dabei auch ein Stück Marinegeschichte. Denn ohne Zweifel, es ist ein besonderes Schiff, auf dem sie ihre ersten Schritte gehen. Wecken im großen Achterdeck. 80 Matrosen leben hier auf engstem Raum zusammen. Je 3 Kojen, wie die schmalen Betten hier heißen, stapeln sich übereinander. Egal, ob man in der obersten oder untersten Etage schläft. Es bedarf schon einer besonderen Technik, um die Koje zu verlassen. Der Seekadett Alexander Timpf steigt heraus aus dem Unterdeck zur morgendlichen Toilette. Den Großwaschraum muss er sich dabei mit über 100 anderen Seefahrern teilen. Das funktioniert nur, weil nicht alle zur gleichen Zeit Dienstbeginn haben. Nördliche Adria, Mittwoch, 7. Mai, 11 Uhr. Der Flottenverband läuft mit südlichem Kurs die Adria hinunter. 12 Uhr. Die zweite Seewache beginnt auf der Brücke ihren Dienst. Das Ruder übernimmt ein Offiziersanwärter. Steuerbord 5. Steuerbord 5. Ja, Meldung der Oberbootsmann. Ja, Steuerbord 5. Lage 180. Ja. Habt ihr das erste Mal so ein großes Ruder in der Hand? Ja, ich war bisher in der OPZ. Das ist was anderes. Okay. Neuer Kurs 160. Ja. Neuer Kurs 160. Auch in der Navigationsecke arbeitet ein Offiziersanwärter. Jan Schmitz hat bereits als Hochseesegler Erfahrungen auf dem Meer gesammelt. Die Arbeit mit Seekarten gehört für ihn zur Routine. Was kann er Neues auf so einem alten Schiff lernen? Hier ist eben noch sehr viel Handarbeit dabei. Und
das lernt man eben hinterher nicht mehr. Es ist nicht alles elektronisch, sondern hier muss eben überall nochmal angepackt werden. Das ist aber auch das Reiz von so einem Schiff nochmal. 13 Uhr. Ein bunter Punkt wird auf der Adria gesichtet. Es ist ein Segler mit deutscher Flagge. Kommandant Michael Meding nimmt per Funk Kontakt auf. Schönen guten Tag, nach wohin sind Sie denn unterwegs? Wir wollen Richtung Korfu sind wir unterwegs. Also wir kommen von Otranto und müssen sehr hochfahren mit dem Spinnaker. Das haben Sie vielleicht gesehen, wenn Sie ein bisschen segeln können auch. Ja, prima. Wir haben das genossen, den Anblick, dass Sie hier schön mit vollem Spinnaker Richtung Korfu fahren. Aber wir fahren jetzt auch weiter. Wir müssen auch noch woanders hin ein paar Übungen machen heute. Ich wünsche eine gute Reise nach Korfu. Danke ebenfalls, einen schönen Tag. Seefahrt ist generell was Schönes. Seefahrt ist verbunden mit Abenteuer und mit Freiheit, so wie das so manche Zigarettenwerbung von sich gibt. Das macht einfach Spaß. Das ist immer wieder ein Erlebnis. Jeder Tag ist anders. Also, was ist das für ein Gefühl, wenn man das letzte Mal so ein, sagen wir mal, traditionsträchtiges Schiff steuert? Wissen Sie, im Moment will ich das noch gar nicht so ganz verinnerlichen, dass das letzte Mal ist, dass ich der letzte Kommandant eines deutschen Zerstörers bin. Im Moment genieße ich vielmehr diese Fahrt hier, die wir gerade machen. Und an das Ende will ich noch nicht denken, denn da geht es noch früh genug hin und dann kommen die Tränen noch früh genug ins Auge. Uhr. Eine Rettungsinsel der Lütjens entfaltet sich. Das ist kein Notfall. Die Besatzung trainiert den Gebrauch ihrer Rettungsmittel. Auch zwei Seekadetten sollen dabei das Gefühl von Schiffbrüchigen kennenlernen. Sie werden jetzt die Schiffbrüchigen sein? Ja, wir sollen das darstellen dann. Haben Sie das schon mal gemacht? Ja, wir waren in Neustadt zur Ausbildung und da haben wir auch solche Rettungsinsel bestiegen. Allerdings war das im Wellenbad und das Wasser war etwas wärmer. Sie wollen Offizier werden, dann muss man alles beherrschen dann, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also gehört auch dazu. Was wollen Sie machen bei der Marine? Ich möchte gerne was in der OPZ machen, Operationszentrale. So Vermeldeoffizier in die Richtung, denke ich momentan. Aber ich möchte auf jeden Fall zur See fahren. Das ist einer der Gründe, warum ich zur Marine gegangen bin. Können Sie wissen schwimmen? Ja, auf jeden Fall. Obwohl, wenn man nicht schwimmen kann, sagt man ja, kann man das Schiff länger verteidigen. Viele der zukünftigen Offiziere werden nach 12-jähriger Dienstzeit wieder ins zivile Berufsleben zurückkehren. Was bringt ihnen die Zeit auf den Meeren für die Zeit danach? Wenn junge Offiziere heute zum Bootskommandanten erzogen werden oder später auch zum Schiffskommandanten, sind Tugenden gefragt, die da heißen Verantwortungsbewusstsein. Bereit zu sein, Verantwortung über etwas zu übernehmen, was Geld kostet, wo Männer drauf sind, wo Frauen drauf sind, wo viel Personal drauf ist. Neben der Verantwortungsfreude auch Entschlusskraft, Durchsetzungsfähigkeit. All das sind Tugenden, die die Marine oder die Bundeswehr insgesamt einem militärischen Führer anerzieht. Und wenn junge Menschen bereit sind, dieses zu übernehmen, dann bestehen sie sicherlich nicht nur in der Bundeswehr, bei der Marine als Kommandant, sondern auch in jedem Konzern, in jedem Betrieb oder sonst irgendwo. Davon bin ich überzeugt. 16 Uhr. Die Schiffbrüchigen werden wieder an Bord geholt. Fast 2 Stunden haben sie in der engen Rettungsinsel verbracht. Na, wie war es draußen einsam auf der See? Ja, ziemlich warm da unten drin. Man sieht es vielleicht. Also sonst ganz okay. Also nicht viel Wellengang gehabt, aber ziemlich warm halt unten drin. Und schreckt Sie das vielleicht ab, doch zur See zu fahren später? Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Gehört halt auch dazu. Südliche Adria, 9. Mai, 8 Uhr. Schleppen und geschleppt werden steht auf dem Übungsprogramm. Die Lütjens erprobt zugleich eine neue, aus Teflon bestehende Leine. Sie hält. Und so zieht das älteste Schiff der deutschen Marine, die moderne französische Fregatte, einige Meilen durch die Adria. Das Speedboot der Lütjens ist unterwegs zur Lafayette. Crosspool nennt sich die Aktion, bei der sich die Besatzungen der Schiffe gegenseitig besuchen. Eine gute Chance, die französischen Kameraden bei ihrer Arbeit näher kennenzulernen. Auch für Andreas von Berchen. Mit neugierigem Blick verfolgt er die Brandschutzübung auf der Lafayette.
Da läuft vieles so ab wie auf dem eigenen Schiff. Beim Blick in die Unterkünfte der französischen Seeleute aber wird der Unterschied zum deutschen Zerstörer deutlich sichtbar. Zurück auf der Lütjens. Ja, hier schlafe ich. Das ist mein Bock. Und da hinten hat man halt immer noch der hier. 36 solcher Böcke, wie die Betten im Marinejargon genannt werden, stehen auf diesem Deck für Zeitsoldaten. Man hat nicht wirklich viel Platz, aber ich sag mal, man gewöhnt sich einfach dran. Am Anfang ist es wirklich schwierig, da kommt man auch nicht so ganz drauf klar. Klarkommen muss der Zeitsoldat aber vor allem mit dieser Startrampe für Flugkörper. Denn das ist sein Arbeitsplatz an Bord. Vor seiner Bundeswehrzeit hat Andreas von Berch im Kfz-Mechaniker gelernt. Seit 2 Jahren arbeitet er nun schon als Waffenspezialist auf der Lütjens. Das Flugkörperstartsystem ist die wichtigste Waffe des Schiffes. Mit dem blauen Simulationsflugkörper wird täglich die Funktionsbereitschaft der radargesteuerten Anlage überprüft. Im Ernstfall soll sie angreifende Schiffe und gegnerische Flugkörper vernichten. Wie ist das, wenn man ans Ende denkt? Das ist ja die letzte große Fahrt hier. Ja, das ist schon ziemlich traurig. Also da muss ich schon sagen, das weiß ich nicht. Da mag ich noch gar nicht so dran denken, ehrlich gesagt. Kann man sich noch gar nicht vorstellen. Genau, mal ein bisschen schneller und so. Wenn Sie dann ins Zivilleben gehen, was denken Sie, was Sie da mitnehmen von dem, was Sie hier gelernt haben? Ja, auf jeden Fall viel Lebenserfahrung. Das ist einer der wichtigen Punkte. Und Menschenerfahrung, also Menschenkenntnis so. Und sonst Geld, hoffe ich, ein bisschen. Ne? Das ist auf jeden Fall einer der Punkte. Natürlich hat man auch die Möglichkeiten, ein bisschen BFD, also Berufsförderungsdienst, mitzunehmen. Und dadurch wird man gut unterstützt von der Bundeswehr, um halt wieder ins zivile Leben reinzukommen. Das ist also auch sehr gut. Das ist auch einer der Gründe. Ja. Bis zum letzten Tag des Schiffes wird Andreas von Berchem für die Einsatzbereitschaft dieses Waffensystems sorgen. Das ist Ehrensache. Wenn alles klar ist, geht die Meldung an die Operationszentrale, die OPZ. Diese Sperrzone ist der dunkelste und zugleich wichtigste Arbeitsraum der Lütjens. Es ist gewissermaßen das Hirn des Zerstörers. Alle Informationen laufen hier zusammen. Aus Radar- und Sonarsignalen wird ein Lagebild erstellt. In der OPZ werden alle Handlungen des Schiffes geplant. Hier fallen auch die Entscheidungen über den Waffeneinsatz. Einer der wichtigsten Männer in der Zentrale ist Kapitänleutnant Marco Lehmann. Der zweite Schiffseinsatzoffizier ist überzeugter Zerstörerfahrer. Wir sind top bewaffnet. Aus Sicht eines stolzen Zerstörerfahrers kann man das so sagen. An der einen oder anderen Stelle ist die Technik natürlich etwas überholt. Aber wir versuchen selbstverständlich, das Beste daraus zu machen. Und bisher gelang uns das immer hervorragend. Wir jagen gerade ein U-Boot und versuchen mit dem Verband koordiniert das U-Boot zu finden, dann zu bekämpfen und müssen dazu das Schiff so navigieren, dass wir möglichst optimale Sonarbedingungen für uns erreichen und dabei aber immer gleichzeitig versuchen, außerhalb der Waffenreichweite des U-Boots zu bleiben bzw. Uns soweit zu verstecken, insofern es möglich ist. Ja, eigentlich sind wir ein Luftverteidigungsschiff, aber das heißt nicht, dass wir das andere nicht auch beherrschen. Es ist eine untergeordnete Rolle, die aber nichtsdestotrotz genauso wichtig ist, da wir nicht einfach so die Füße aus dem Wasser nehmen können, wenn ein U-Boot in der Nähe ist. Das U-Boot ist geortet. Jetzt zeigt die Lütjens dem simulierten Gegner die Zähne. Der sogenannte S-Rock-Starter dreht auf das Ziel ein. Mit Raketenantrieb verlassen die Torpedos das Schiff. 12 Meilen schnellen sie durch die Luft, bevor die Jagd unter Wasser weitergeht. 28. Goldhammer, Turm Alpha schießt nach Steuerbordseite. Artillerie und Artilleriewaffen, Leitpersonal auf Station. Das gesamte U-Deck ist gesperrt. Goldhammer.
Mit ihren 227 mm Kanonen verfügt die Lütjens über die schwerste Artillerie der Marine. Für die 31 Kilo schweren Granaten gibt es zukünftig keine Verwendung mehr, also werden sie fleißig verschossen. Südlich vor Italien, Freitag, 9. Mai, 8 Uhr. Im Schiffslazarett betätigt sich der Sanitätsmeister Jerry Kuschny als Maskenbildner. Für eine Schiffssicherungsübung werden Verletztendarsteller vorbereitet. Wir machen jetzt eine Splitterverletzung. Der Mann bekommt auch noch zusätzlich eine Schlüsselbeinfraktur. Die wird dann hier eine offene Schlüsselbeinfraktur. Wenn er dann nachher liegt, wird er dann auch ordentlich mit Kunstblut dann überschwemmt. Die Schlüsselbeinfraktur hat blöderweise dann auch noch eine Arterienruptur hervorgerufen. Das heißt, der Mann schwimmt nachher im Blut und wir wollen nachher sehen, dass die Ersthelfer auch adäquat dann zuerst die Blutung stillen, ihn dann richtig abbergen und vor allem hier dann auch die Wundversorgung so vornehmen, als wäre das wirklich ein richtiger Splitter, auch wenn das im Moment hier nur ein Plastikbecher ist, aber die richtigen Metallsplitter, dafür ist die Unfallgefahr zu groß. Er ist durch eine Explosion verletzt worden, das heißt, er hat zusätzlich noch hier im Gesicht noch leicht rußige Stellen. So. Das hier. Nachher zieht er sich hier noch das Hemd drüber, dann sieht das nicht ganz so geschminkt aus. So, und dann liegt er nachher irgendwo in einem Betriebsraum und hofft und wartet auf seine Rettung. Das sieht schon ganz schlecht. Wenn ich das sehe, ja. Noch nicht. Er kann noch kein Blut sehen. So, jetzt packen wir ihn hier mal an. Er darf den Bewusstlosen nicht mehr imitieren. So. Wir versuchen das so realistisch wie möglich zu machen, um auch die Sanitäter und Helfer im Sanddienst einem gewissen Stress auszusetzen, der im Notfall ja durchaus realistisch wäre. Schiffsarzt und Versorgungsoffizier planen bereits die Unfallorte für die Darsteller. Der Funkmeister sorgt derweil mit einem Nebelgerät für eine realistische Brandatmosphäre. Die Leitung auf Gefechtsstation. Örtlichen Gefechtszustand herstellen, Gefechtsanzug anlegen. Vollsichtigkeitsmeldung an die OBZ. Alles klar, Gold. Die Wände wieder vorne, ne? Solche Szenarien werden wieder und wieder trainiert. Denn Seefahrt ist immer der Ernstfall, sagt der Kommandant. Ob nun durch Feindeinwirkung oder einen Unfall, bei einem Brand oder einer Explosion, geht es schließlich um das Leben der über 300 Besatzungsmitglieder. Die Überlebenschancen der Verletzten hängen vor allem vom medizinischen Können der Sanitätshelfer ab. Das weiß natürlich auch der Schiffsarzt Jan Prehm. Wie hat das funktioniert mit dem Schwerverletzten hier? Er war relativ gut versorgt. Die Jungs haben einen Druckverband drauf gemacht und haben hierher transportiert. Er war von einem Verletzungsmuster allerdings so schwer verletzt, dass wir auf eine Therapie hier verzichtet haben. Wie hat man sich gefühlt als Verletzter? Oh, es ging ganz gut eigentlich. Ja. Hat ganz gut geklappt alles. Und aber davon abgesehen, dass ich sowieso schon tot war, naja. In der hintersten Ecke des provisorischen Lazarettes erholt sich der Brandeinsatztrupp von den Strapazen. In ihren Spezialanzügen warten sie auf neue Einsatzbefehle. Sie haben hier den härtesten Job an Bord? Den, wo man am meisten schwitzt mit Sicherheit, ja. Das ist eine schweißtreibende Angelegenheit, ne? Ja, also man kommt ganz schön in den Schwitzen, vor allem wenn man überall in die Räume reingucken muss. Es ist dann
warm ist es überall, auf dem Schiff schon alleine. Also wenn man das schon anhat, das Zeug, dann kriegt man schon den ersten Schweißperlen auf die Stirn. Und dann, wenn man sich dann noch Niedergänge hoch und runter bewegen muss, Kesselraum, dann wird es extrem, weil im Kesselraum alleine sind es dann am Ende schon 50 Grad. Dann bleibt nichts trocken. Haben Sie da schon einmal bereut, dass Sie auf so zwei Schnüre aufgestiegen sind? Ehrlich gesagt nicht. Weil irgendwo hat man sich ja eingelebt und dann macht es immer ein bisschen Spaß. Vor allem, wenn man schon ein bisschen länger da ist, dann passt das schon. Mittelmeer, Sonnabend, 10. Mai, 9 Uhr. Decksmeister Rolf Brieger und seine Decksmannschaft stehen bereit zu einem kniffligen Manöver. Spannen, entspannen. Die Lütjens soll während der Fahrt Versorgungsgüter übernehmen. Der Zerstörer muss dazu dicht neben das riesige Versorgungsschiff Berlin manövriert werden. So, dann zeige ich mal rot. Warschau, Bola! Komm, raus mit dem Stift da vorne. Entsichern. Gut, und jetzt hältst du da vorne genau unter das Kran und holst die Latte am schnellsten, ne? Jawohl. Auf geht's. Auf geht's. Tiefer, tiefer, oh, tiefer, 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 tiefer. Gut, Schuss. Bola an Deck. Und mit einem Spezialgewehr wird die erste dünne Leine hinübergeschossen. Per Muskelkraft werden nun tragfähige Leinen herübergeholt, um schließlich eine stabile Drahtseilverbindung aufzubauen. Und pick ihn ein. An der mit einer Elektrowinde straff gehaltenen Stahltrosse werden nun die vollen Paletten herübergeholt. Und während über der Lütjens die Holstenfahne weht, wird Cola im Rumpf des Schiffes verstaut. Neben 118.000 Dosen Cola verbraucht das Schiff im Jahr auch um die 100.000 Eier, 50 Tonnen Kartoffeln und vieles mehr. Dank der gewaltigen Manpower verschwinden alle Güter schnell im Bauch des Schiffes. Die Stauräume sind übers ganze Schiff verteilt und auch wenn kein Laderaum mehr frei ist, findet sich für alles irgendwie doch noch ein Plätzchen. Für sensibles Transportgut gibt es die sogenannte Manila Highline. Mit ihr wird der Schiffsarzt zur Berlin transportiert. Statt einer Stahltrosse wird dabei ein dickes Manila-Seil verwendet. Eine zerreißende Trosse könnte zu einem tödlichen Unfall führen. Für die richtige Seilspannung sorgen darum statt einer Elektrowinde starke Arme und Beine. Wenn es um den Transport von Menschen geht, vertraut man eben doch lieber der eigenen Muskelkraft. Alles hat bestens geklappt und während die Decksmannschaft die Leinen wieder einholt, genießt das Gros der Besatzung schon den Samstagnachmittag. Feierabend unter Deck. Abends in den Messen trifft man so ziemlich alle, die gerade frei haben. Die Bootsmannsmesse, die sogenannte PO-Messe, ist für die langjährigen Fahrensleute so etwas wie ihr Wohnzimmer. Da können wir jetzt seine Karten melden. Sagen Sie, was wird denn hier gespielt? Ja, so eine Art Rummikub. Das haben wir uns in Istanbul gekauft, das Spiel. Oder haben es kennengelernt in Istanbul. Da, so auf dem Bazar haben wir das mal gespielt. Und dann haben wir gleich gesagt, für unsere Messe, das nehmen wir. Während die einen ihren Feierabend genießen, fährt die diensthabende Wache das Schiff. Kurs 269 Liedern. Spätschicht auf der Brücke auch für den Seekadetten Jan Schmitz. Er steht am Maschinentelegrafen und leitet Kommandos in den Turbinenraum weiter.
Tief unter der Wasserlinie sorgen die Techniker dafür, dass die Brücke rund um die Uhr das Schiff immer navigieren kann. Der in den vier Kesseln erzeugte Dampf geht auf die zwei Turbinen. Die treiben mit bis zu 70.000 PS die Wellen an. Das dampfende Herz des Schiffes braucht allerdings viel Beobachtung und Pflege. Oberbootsmann Dirk Rietzel ist der Schichtleiter der 3. Seewache im Turbinenraum 1. Bei dem stattlichen Alter der technischen Anlagen von 35 Jahren muss er immer wieder mit Überraschungen rechnen. Wie lief die Schicht heute? Bitte? Wie lief die Schicht heute? Langweilig. Warum? War nichts los. Ich meine, so soll es sein. Wenn was los ist, ist was schiefgegangen und dann müssen wir arbeiten. Das heißt arbeiten. Arbeiten tun wir hier so auch, aber im Prinzip, wenn wir gut gearbeitet, passiert nichts. Das ist der Sinn einer Seewache. Wenn irgendwas schiefgegangen ist, ist es immer Ärger. Das ärgert alle, den Anno, den Kommandanten. Muss ja nicht sein. Nee, heute lief's gut. Das geht raus aus der Kombi. Für heute ist Feierabend, ja? Für heute ist Feierabend, jetzt noch ein Bierchen und dann auf den Bock. Dann wird 5 Stunden, 6 Stunden geschlafen und dann müssen wir ja schon wieder raus. Wie hält man das so lange immer in dem Lärm und der Hitze aus hier? Dies Jahr ist eine 4-Monats-Tour, letztes Jahr waren wir 8 Monate am Stück auf See. Wenn man keine Frau und keine Kinder hat zu Hause, ist das alles noch easy. Aber wie man eine Freundin oder irgendwas hat, das hält man nicht aus. Ich nicht. Haben Sie eine Freundin? Ich hatte eine, bin zum Bund und dann war sie weg. Das macht sie nicht mit. Das kann man auch nicht verlangen. 12 Uhr nachts. Im Schiff herrscht Rush-Hour. Jan Schmitz hat endlich Feierabend. Er ist unterwegs zu seiner Koje im 8. Mannschaftsdeck. Viel Platz für einen persönlichen Spielraum hat er hier nicht. Nein, aber es reicht. Also, man lebt ja doch relativ wenig hier unten. Man schläft, da ja durch dieses Wachsystem die anderen Kameraden auch schlafen müssen. Und somit erübrigt sich das, der Aufenthalt hier aufs Allernötigste. Was machen Sie jetzt noch? Ich werde jetzt noch kurz duschen und dann auch ins Bett gehen, weil ich morgen früh dann wieder aufziehen muss. Kurz nach Mitternacht. Für die ablösende Wache beginnen tief unter der Wasserlinie heiße Stunden. Ja, klar, so klar. Feuerbrenner, überfall auf Klarmachen! Mit dem Brennerwechsel am Kessel starten die Maschinenwärter in die Nachtschicht. Im heißen Kesselraum begreift man schnell, warum in der Marine die Antriebstechniker immer noch Heizer genannt werden. Bis zu 100.000 Liter Diesel fressen die Kessel pro Tag bei einer Geschwindigkeit von 18 Knoten. Der Durst dieser Dampfmaschine ist sicher ein Grund, warum das in die Jahre gekommene Schiff auf seiner letzten großen Reise ist. Straße von Messina, 13. Mai, 7 Uhr. Vorbei am Etna geht es hinein in die Straße von Messina. Im engen Seegebiet zwischen dem Festland und Sizilien gibt es viel Arbeit für die Navigatoren. Und natürlich einen herrlichen Ausblick. Den genießen fast alle an Bord. Der Kommandant ebenso wie die Heizer. Sie müssen aus dem Keller des Schiffes schon mal an Oberdeck steigen, um den Ölgeruch mit salziger Luft zu vertauschen. Auch die Seekadetten haben sich auf dem Oberdeck versammelt. Sie nutzen die Chance, etwas vom romantischen Teil solch einer Seefahrt zu schnuppern. Genauso, ist herrlich. Für so Landratten wie uns auf jeden Fall. In ihrer Mitte ein amerikanischer Marineoffizier. Als Austauschoffizier unterrichtet Lieutenant Sepp Bessler für ein Jahr an der Marineschule in Mürwik. Hier an Bord betreut er die OAS, die Offiziersanwärter seines Lehrgangs. Was denken Sie denn, was Ihre OAS hier lernen können auf einem Schiff, was technisch ja doch schon ein bisschen überholt ist? Können Sie da was mitnehmen für Ihre Marinezukunft als Offizier?
Ah, natürlich, ja. Was Sie lernen hier in den OPZ auf der Brücke, in den Schiffstechniker-Bereich, das ist ganz wichtig für uns als Offizier. Und Sie können das immer nutzen. Ja. Ich kann auch ein bisschen lernen hier auf den deutschen Schiffen. Ich finde das ganz klasse. Warum haben Sie sich denn gerade für die Marine als Offiziersberuf entschieden? Ja, also dass ich zum Bund an sich gehen wollte, stand für mich schon lange fest. Gerade jetzt als Offiziersanwärter wegen des Studiums, das ich eben hier mitbekommen kann. Und danach eben noch 6 Jahre in der Truppe zusammen mit Leuten arbeiten, die hoffentlich dann eine sinnvolle Aufgabe erfüllen, je nachdem, wie die politische Führung das in Zukunft plant. Und eben, ich erlebe hier Sachen, die ich bei anderen Teilstreitkräften auf keinen Fall erleben kann. Und nach den 12 Jahren sage ich dann so, jetzt hast du was für dich mitgenommen, jetzt gehe ich dann ins Zivilleben. So habe ich mir das vorgestellt. Und bisher scheint es ja auch so zu bewahrheiten. Das gefällt mir wunderbar hier. Malta, Donnerstag, 15. Mai, 13 Uhr. Während einige Seemänner das Glück haben, ihre nachgereisten Frauen oder Freundinnen in die Arme zu nehmen, tritt Andreas von Berchen zur ersten Hafenwache an. Ja, ich muss hier gleich an der Wache stehen und muss halt für die militärische Sicherheit sorgen. Ne? Was haben Sie noch vor in dem Hafen? Ja, morgen werde ich ein bisschen tauchen gehen. Es gibt so einen Tauchschnupperkurs, der wird vom Schiff aus angeboten, den will ich mir mal angucken. Und dann werde ich mal gucken, vielleicht abends ein bisschen feiern gehen, auf jeden Fall. Ne? Muss ja auch mal sein. Gemeinsam mit der französischen Lafayette und der deutschen Fregatte Bremen liegt die Lütjens für 4 Tage im Dreierpack an der Hafenpier von Valletta. Am 19. Mai verlässt der deutsch-französische Flottenverband Malta. Über Lissabon, Belfast und Reykjavik geht es hinauf zum Nordkap und wieder gen Süden an die Seine. Rouen, Sonntag, 6. Juli, 9 Uhr. Der Zerstörer Lütjens verlässt die französische Hafenstadt Rouen an der Seine. Das deutsche Kriegsschiff gehört dabei zu einer Armada von 50 Schiffen, die zum Höhepunkt eines maritimen Volksfestes die Seine in Richtung Le Havre hinunterlaufen. Der Kommandant Michael Meding hat die Lütjens schon aus vielen Häfen hinausgesteuert. Doch diese Ausfahrt wird ihm unvergesslich bleiben. Was jetzt hier abgeht, das ist unglaublich. Guckt euch das an, noch, Mensch. Boah, ich bin ein Tee nahe. Echt. Ja, das wird das Schiff nicht wieder erleben, ne? Nee. Das wird es nicht mehr erleben. Ich glaube, das ist der letzte Auslandshafen der Lütjens. Ist er. Mein Gott, das ist unglaublich. Das war natürlich jetzt ein krönender Abschluss mit den vielen Leuten und so. Das war echt Hammer, wie die geklatscht haben und so. Super, tolles Gefühl. 80 Kilometer lang heißt es immer wieder Abschied nehmen. Ein Winkmarathon für die Besatzung. Abschied auch von der französischen Fregatte Lafayette. 4 Monate lang hatten beide Schiffe in einem gemeinsamen Verband zusammengearbeitet. Wie haben Sie denn die Zusammenarbeit erlebt mit den Franzosen? Ja, wir waren mal drüben, haben Crossbowl drüben gemacht, also wo man dann aufs andere Schiff geht, um das mal zu besichtigen. Und es war so sehr schön so, die waren sehr gastfreundlich. Und auch dieses Land, so hätte ich niemals so erwartet, dass das so nette Leute sind. 15 Uhr. Die Lütjens durchquert die letzte Seinebrücke. Vorbei an Le Havre steuert das Schiff wieder offene See an. Ärmelkanal, 9. Juli, 10 Uhr. Ein letzter Tankstopp. Der Einsatzgruppenversorger Berlin dient als schwimmende Tankstelle.
Unzählige Mal hat die Decksbesatzung der Lütjens dabei unter dem Kommando von Hauptbootsmann Rolf Brieger die Verbindung zur Berlin hergestellt. Dies wird das letzte Versorgungsmanöver sein. Auf den Decksmeister wartet bereits eine Fregatte der Sachsenklasse. Vom ältesten Schiff der Marine wird er damit auf das neueste vom Typ 124 steigen. Und fest! Verbindung ist hergestellt, Anfang mit Pumpen! Mit welchem Gefühl verlässt ein alter Zerstörerfahrer wie der Hauptbootsmann das Schiff? Lachen und weinen aus Auge. Ähnlich geht es auch dem Oberbootsmann Dirk Rietzel, tief unter Deck im heißen Kesselraum. Beim täglichen Kampf mit der zickigen Dampfmaschine hat er durchaus auch Herzblut gelassen. Herzblut, ja, so eine Hassliebe, ne? Tut ja auch viel weh. Overall reißt auf und tut sich weh. Und auf der anderen Seite ist eine interessante Aufgabe. 14 Uhr. Mit Freude sorgen die Heizer dafür, dass die Lütjens noch einmal kräftig Dampf auf die Turbinen bekommt. Der letzte Auftrag der letzten großen Reise heißt Transit nach Kiel. Mit über 30 Knoten Geschwindigkeit zeigt dabei die alte Dame noch einmal, was in ihr steckt. Nord-Ostsee-Kanal, 11. Juli, 8 Uhr, in der Schleuse von Brunsbüttel. Der Kommandeur des 1. Zerstörergeschwaders begrüßt die Lütjens zurück in der Heimat. Während der Zerstörer durch den Nord-Ostsee-Kanal läuft, wird an Bord alles klargemacht für die letzte große Ankunft in Kiel. Für den Kommandeur des Geschwaders, Kapitän Georg von Malzahn, ist es keine Frage, dies ist ein ganz besonderes Schiff. Diese Schiffe, Sie haben es ja nun auch selber erlebt hier, haben eine Ausstrahlung, die die moderne Einheiten, die sicherlich komfortabler sind und auch einfacher zu bedienen sind in vielen Bereichen, einfach nicht. Deswegen, es ist hier schon ein Schiff mit Ecken und Kanten, an das man sich gewöhnen muss, aber das einem dann auch wirklich im Herzen eingebrannt ist. Holtenauer Schleuse, 17 Uhr. Während die Lütjens in der letzten Schleuse festmacht, steht man auf dem Seitendeck bereits an, um zu einem ungewöhnlichen Schleusenlauf zu starten. Ziel ist ein kleiner Kiosk am Ende der Pier. Gekauft wird ausschließlich Eis. Nach wenigen Minuten wird auf dem ganzen Schiff Eis geschleckt. Warum hast du hier Eis gekriegt? Ja, das ist so eine gewisse Tradition. Wenn in die Schleuse fährt im Nord-Ostsee-Kanal, dann müssen die Neuen immer losrennen zu dem Schopper und müssen Kanaleis holen. Und dann kriegen die anderen halt, die mit dem Typen im Abschnitt sind, die kriegen halt dann immer noch Eis. Musst du auch schon Eis holen? Ja, das muss ich allerdings. Letztes Jahr bin ich da gerannt. Warum hast du ein besseres Eis gekriegt als die anderen? Das ist, weil ich, wie soll ich erklären? Ich weiß das auch nicht. Meine Jungs sind halt besser erzogen und die bringen halt bessere Eis mit an. So ist das. Kieler Bucht, 12. Juli, 7 Uhr. Es herrscht reges Treiben in den Decks. Die Besatzung macht sich klar zum Einlaufen. Das große Seesackpacken hat begonnen. Für einige Matrosen wird mit der letzten Fahrt der Lütjens auch ihre Dienstzeit bei der Marine enden. Ja, ich hatte ja das Glück, so möchte man nennen, auf dem letzten Steuer gefahren zu sein. Wo man natürlich, wie Sie sagten schon, besonders das Gefühl der Enge kennengelernt hat. Mit vielen Leuten hier im Achteren, mit 80 Mann in einem Deck gelebt zu haben. Ja, kommen sich natürlich doch manchmal in die Haare, aber es sind doch positive Erfahrungen, die man da mitnimmt. Abgesehen von der langen Seefahrt, wo man vieles gesehen hat, hat man auch gelernt, hier miteinander klarzukommen in dem engen Raum. Haben Sie es zwischendurch mal bereut, dass Sie sich freiwillig für einen längeren Wehrdienst entschieden haben? Nein, eigentlich nie. Abgesehen davon, dass es auf jeden Fall finanzielle Vorteile bietet, einen langen Sommer zu überbrücken, hat man natürlich doch viel Erfahrung gesammelt, viele Orte der Welt gesehen, viel mitgemacht. Was werden Sie studieren? Sportwissenschaften. 9.30 Uhr. Die Lütjens kehrt heim von ihrer letzten großen Reise.
126 Tage war die letzte Crew auf den Weltmeeren unterwegs. Im Heimathafen Kiel werden die 320 Besatzungsmitglieder von Angehörigen und Freunden erwartet. Das letzte Mal wird ein deutscher Lenkwaffenzerstörer nach großer Fahrt an der Kieler Pier begrüßt. Pünktlich um 10 Uhr sind alle Leinen fest und aus dem Schornstein steigt der Heizergruß über den Hafen. Kommandant Michael Meding begrüßt seine Familie. Das Ende der Lütjens wird für ihn auch das Ende der aktiven Seefahrt sein. Er soll die Kommandobrücke mit einem Schreibtisch tauschen. Ansturm auf die Heimgekehrten. Karin Valerius muss sich zum letzten Mal an der Pier drängeln. Ihr Mann, der zweite Schiffsversorgungsoffizier, wird auf eine Landdienststelle versetzt. Gott sei Dank, endlich. Endlich hat man es geschafft. Tut es Ihnen nicht auch ein bisschen leid, wenn er mit Tränen im Auge dann vom Schiff geht? Natürlich, weil das hat ihm ja so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war so schön. Und mir hat es auch Spaß gemacht. Das ist ein wunderschönes Schiff und es sind ganz tolle Leute da. Und es ist einfach schön. Das ist so ein Stück, ja, tut mir auch weh, muss ich ehrlich sagen. Aber dann geht ein neues Leben los und dann wird es auch schön. Für Seekadett Alexander Timpf ist das die erste große Rückkehr und weitere werden folgen. Auch Andreas von Berchem wird wieder aufs Meer fahren. Dann mit anderen, moderneren Schiffen der Marine. Ein letzter Gruß an die Kameraden. Vielleicht sieht man sich ja wieder. Auf einem der größten und modernsten Schiffe der Marine, zum Beispiel der Fregatte Sachsen. Über 800.000 Seemeilen hat die alte Dame aus Stahl in ihrer 35-jährigen Geschichte zurückgelegt. Tausende Marinesoldaten haben auf diesem Schiff das maritime Handwerk gelernt,